Lasst uns aufschlagen zum Epheserbrief Kapitel 1. Epheserbrief Kapitel 1, möchte euch ein Wort mitgeben. Und zwar hier einfach mal als Einleitung, bevor ich zum eigentlichen Themenbereich komme. Und zwar in Epheser 1, wo bist du? Da bist du. Epheser 1, ab Vers 15. Einfach mal hier ganz kurz, was dem Paulus hier wichtig war. Und ich habe nachgeguckt und habe natürlich gesehen, ich habe eigentlich mit dieser Stelle auch angefangen. Letztes Jahr, im Januar, habe ich schon eine Botschaft gebracht. Aber ich gehe ein bisschen in einen anderen Schwerpunkt, in eine andere Richtung. Aber trotzdem will ich mit dem noch hier beginnen, wo Paulus sagt, deshalb höre ich auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken, und ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Paulus offenbart uns hier, was er betet. Und in anderen Worten, Paulus hat auch nicht seine Zeit verschwunden mit dem, was nicht von Wichtigkeit gewesen wäre. Dass wir Offenbarung, dass wir unsere Augen geöffnet werden. Wie schon gesagt, wir bejahen vieles sehr oft, aber oftmals, ja, bis wir etwas auch tun damit, kann natürlich ein weiter Weg sein. Und er sagt hier drei Dinge, wo man eigentlich Offenbarung kriegen soll. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, zweitens, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Also drei Dinge betet er hier, dass uns aufgehen soll. Also denen natürlich damals, aber auch für uns. Wenn du merkst, die Gebete von Paulus waren sehr stark betonend, dass du einfach Offenbarung bekommst, dass dir aufgeht, was ist Gottes Plan, Gottes Wille. Und das allererste, was hier erwähnt ist, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Weil wenn du weißt, dass die Hoffnung seiner Berufung ist, dann wirst du das vor Augen einfach behalten und nicht im Nebel dieser Welt und alle anderen Dinge, die uns ablenken wollen, ja, dich irgendwo verlieren. Du wirst verstehen, warum du zur Arbeit gehst, warum du die Wäsche machst, warum du mit den Kindern Fußball spielst. Du wirst entdecken, warum, wie das alles mit eine Rolle spielt, um das Reich Gottes hier auf Erden zu bauen, so wie wir auch im Vater unser betet. Ja, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden dein Reich komme. Wenn das unser Gebet ist, unser Wunsch ist, dann müssen wir das auch erkennen und vor Augen halten. Und ich möchte anhand von einem Beispiel heute Morgen zeigen, wie das ein Mann ganz gewaltig verändert hat, wo ihm das aufgegangen ist. Und zwar in Lukas Kapitel 5. Wohl eine bekannte Story für viele, vor allem für diejenigen, die den Jesusfilm geguckt haben. Weil das ist die erste Begegnung in dem Jesusfilm, welches vom Lukas-Evangelium gedreht worden ist, wo Jesus seine Jünger begegnet hier. Aber es ist nicht eigentlich die erste Begegnung von Jesus. Im Lukas einfach so erwähnt, aber die anderen zeigen, dass er sie schon früher mit sich unterwegs hatte. Lass uns hier die Story lesen und dann will ich auf einige Punkte kurz eingehen. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass an den See Genezareth stand. Und er sah zwei Boote am See liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Wer kann gut lesen? Ich kann meine Stimme schonen. Ich habe gerade ein Wort von der Weisheit bekommen. Schon deine Stimme und gib es jemand anderem zum Lesen. Lies einfach bis zum Ende von dieser Geschichte. Weißt du, wo sie ist, oder? Ja, genau. Danke, Hans. Würdest du das machen? Es begab sich aber, als das Volk sich zu ihm drängte und das Wort Gottes hörte, während er am See von Genezareth stand, da sah er zwei Schiffe am Ufer des Sees liegen. Die Fischer jedoch waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze.
Da stieg er in eins der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Lande wegzufahren. Darauf setzte er sich und lehrte die Volksmenge vom Schiffe aus. Als er aber aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Höhe und werfet eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sagte: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Doch auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie dies getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische. Ihre Netze aber wollten zerreißen. Und sie winkten den Gefährten im anderen Schiffe, sie möchten kommen und ihnen helfen. Und sie kamen, und sie füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich zu den Knien Jesu nieder und sprach: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, o Herr. Denn Schrecken umfing ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischfanges, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Genossen waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Dankeschön, Hans. Mein Thema heute Morgen ist: Fange die Vision. Und zwar Jesus first. Bitte merke, was mit Petrus passiert ist. Am Ende von dieser Geschichte hier, von dem großen Fischfang, wie er wirklich eine Offenbarung plötzlich hat. Eine Offenbarung von, wie groß Jesus ist, wer Jesus ist, was Jesus tun kann und auf der anderen Seite, wer er eben nicht ist. Und das, was er sagt: Herr, ich bin ein sündiger Mensch, geh von mir weg, du willst doch gar nichts mit mir zu tun haben. Aber Jesus streckt sich aus zu ihm und sagt: Komm, folge mir nach, du wirst von nun an Menschen fischen oder Menschen fangen. Gott hat eine Vision gehabt für Petrus und er hat ihn dadurch verändert durch diese Vision. Er hat mehr gesehen, als nur, dass er sein Leben lang einfach ein netter Fischer sein wird. Petrus war ja bis anhin schon ein Jünger Jesus, er ist schon ihm nachgefolgt. Er war ja bei der Hochzeit zu Kana schon dabei. Er war bereits schon in Jerusalem, wo Jesus dort war, und ist als Prophet anerkannt worden. Er war einer der Jünger, der mitgeholfen haben zu taufen, viele, viele Jünger, als Jesus zurückkam nach Galiläa. Also an diesem Tag war Petrus am Arbeiten mit seinem Bruder Andreas, mit seinen Kollegen Johannes und Jakobus. Sie waren am Fische fangen, haben eigentlich gar nichts gefangen in der Nacht. Und Jesus kommt vorbei, und nachdem er Rundreisen gemacht hat, in den Synagogen gepredigt, und er vollbringt dort ein ganz gewaltiges Wunder. Irgendwo, Petrus hat eine neue Offenbarung, hat er schon gesehen, Wasser in Wein. Aber irgendwo hat es ihm noch eine Stufe sogar noch weitergebracht, dass er gesagt hat: Oh Herr, du musst dich so eigentlich von mir entfernen, wer bin ich nur? Aber Jesus, derjenige, der sieht auf unsere Unzulänglichkeiten, auf unsere Schwachheiten, auf all unsere Alltägliches, wo wir sagen: Wer bin denn ich? Und er sagt: Dich will ich gebrauchen, um Großartiges zu verändern. Und so kam es ja auch. Ich meine, Petrus hat noch einiges an Veränderungen vor sich, ne? Das wissen wir. Er hat ja den Herrn sogar später dann verleugnet, oder? In einem ganz Schlüsselmoment. Aber dennoch war Petrus derjenige, der aufgestanden ist am Tag von Pfingsten und hat gepredigt. Und 3000, die erste Ernte, die erste evangelistische Botschaft, die gebracht worden ist, ja, in einer Menge, brachte dann Petrus und 3000 bekehrten sich. Das ist gewaltig. Aber Jesus fing an und gab ihm eine neue Vision, eine frische Vision. Und darum glaube ich auch im 2018, wir sind immer noch im Januar, immer noch am letzten Sonntag vom Januar, oder keine Zeit, einfach sich zu verlieren, ja, ich fange wieder an, mach einfach nur mit dem normalen Fischfang weiter. Nein, es gibt mehr, was Gott für dich hat. Es gibt mehr. Fange die Vision. Und wie tut man das? Wie fängt man eine Vision, das weit über uns hinausgeht? Weil Petrus sagt: Ich kann doch gar nicht. Herr, geh weg von mir. Ich bin nicht so gut wie du. Und wer ist das von uns? Aber Jesus sagt: Aus dir kann ich was machen. Denn Gott sucht nicht Fähigkeit, er sucht Leute, die bereit sind. Bereitwilligkeit sucht er.
Und er sagt, ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Das will er aus uns allen machen. Das ist sein Ziel überhaupt für uns alle, Menschenfischer zu werden. Dass egal, wo wir sind in unserem Alltag, dass unser Leben so sehr das Licht Gottes ausstrahlt, dass wir so sehr Salz der Erde sind, Menschen helfen und dienen. Dass Menschen verändert werden. Wir haben ein anderes Ehepaar kennengelernt am letzten Sonntag beim Mittagessen. Und die gehen auch in arabische Länder, gehen in muslimische Gegenden. Und was sie tun, ist, sie gehen 6 Monate und beginnen einfach Kindern einfach zu helfen. Also sie machen so einen Kinderhort für die Kinder dort. Fangen keine Kirche an, keine Gemeinde an, machen einfach einen Kinderhort, wo einfach die Eltern ihre Kinder bringen können, muslimische Eltern. Und die sind froh, dass jemand da ist und etwas mit denen macht. Und machen das 6 Monate und während den 6 Monaten bauen sie Beziehungen auf mit denen. Und dann nach 6 Monaten oder wie sie es eben gerade so spüren, sagen sie, wir werden am Sonntag werden wir einen Gottesdienst machen, möchtest du kommen? Aber weil die Beziehung und das Vertrauen schon da ist, sind sie sehr offen dafür und kommen und nehmen teil dran. Und viele von ihnen kommen zum Glauben, genauso wie wir es gesehen haben, auch in dem Lager, wo wir auch waren. Man muss Beziehungen bauen. Deswegen sind wir in der Welt, wo wir sind. Deswegen sind wir nicht berufen, alle in Klöster zu gehen, uns abzuschotten von der Welt, um nur im Gebet zu sein. Kann vielleicht sein, der eine oder andere. Aber wenn das höchste Gut ist, dann, ja, für was sind wir noch in der Welt? Wir sind da, um Menschen zu erreichen, Menschen zu fangen, wie Jesus das sogar beschrieben hat. Aber Menschen die Güte und die Liebe Gottes zu bringen. Nun aber, womit beginnt es? Schau mal hier an, wie überhaupt dieser Tag begonnen hat. Es heißt hier nämlich in Vers 2, und er sah 2 Boote am See liegen. Die Fische aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Petrus sagte später, sie haben die ganze Nacht gearbeitet. Also sie haben in der Nacht gefischt, sehr früh am Morgen, also wo es noch dunkel war, sind sie ja aufgestanden, sind hinausgefahren mit ihren Booten, die Netze geworfen und geworfen und geworfen und einfach nichts gefangen, sind jetzt am Strand gekommen, haben angefangen, ihre Netze zu waschen, vielleicht auch zu flicken, je nachdem, was nötig war. Und da kommt Jesus und, was heißt es, und er steigt in eines von den Zweien. Und er sagt zu Petrus hier, er stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, bat ihn ein wenig vom Land hinauszufahren, er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Boot aus. Wisst ihr was? Petrus hätte sagen können, hey, Jesus, du, ich bin müde, ich muss noch fertig schaffen, ich kann anders tun, wir können das später machen. Es war ein Moment, wo er hätte sagen können, Herr, das im Moment stört mich nicht. Ich bin beschäftigt. Ich habe zu tun. Ich muss die Netze jetzt waschen. Ich habe keine Zeit für das. Jesus hat ihm nicht gesagt, hör mal, wir machen einen Deal. Du fährst mich mit dem Boot raus und ich sorge dafür, dass du viele Fische fängst. Ist doch ein Deal. Er hat gesagt, okay, gut. Ja, das wäre ja kein Problem gewesen. Ja? Ich mache was für dich, du machst was für mich. Aber so geht Gott nicht an die Sache ran in unserem Leben. Manchmal meinen wir, ja, dass Gott ein Dealmaker ist. So ist er nicht. Nun, wir können generell wissen, Gott ist ein guter Gott. Einmal hat es Petrus sogar auf die Spitze genommen, als Jesus dann zu einem reichen Jüngling mal sagte, Matthäus 19, als Jesus zu einem reichen Jüngling mal gesagt hat, ja, weißt du, wie schwer werden es die Reichen haben, ins Reich Gottes zu kommen, weil sie abgelenkt sind von ihrem Reichtum, weil ihr Reichtum ihnen immer wichtiger ist, immer an erster Stelle steht und nicht Gott. Obwohl der reiche Jüngling meinte, Gott ist doch an erster Stelle, ich habe all die Gebote gehalten, habe alles gemacht. Nein. Jesus brachte es auf den Punkt. Von außen siehst du aus wie ein guter Christ. Ja gut, damals gab es ja keine Christen, aber von außen siehst du aus wie ein guter Jude. Du tust alles, hast Gebote gehalten, so gut wie du es konntest, wunderbar und gut. Aber dann mal prüfen wirklich, wie weit das geht bei dir, deine Hingabe zu Gott. Geh hin, verkaufe, was du hast, gib es den Armen, komm, folge mir nach. Und wisst ihr, was der reiche Jüngling tat? Er ging traurig davon.
Er bracht es auf den Punkt. Von außen können wir uns polieren und wir können aussehen wie alles, was christlich sein sollte. Aber was ist hier innen drin? Das ist die Frage. Das ist das, worauf Gott dann auch zielt. Deswegen hat Jesus auch dem Petrus nicht angeboten, hör mal, wir machen einen Deal, fährst du mich raus, ich werde dafür sorgen, dass da viele Fische dann kommen in dein Netz. Und so, als Jesus sagte dem reichen Jüngling, wie schwer es ist oftmals, wenn man an Dinge hängt in dieser Welt, wenn Dinge dir wichtiger sind. Ich weiß nicht, ob du es auch schon erlebt hast, dass der Herr dir mal gesagt hat, etwas wegzugeben, was dir von Bedeutung ist. Es muss nicht unbedingt etwas Teures sein, aber es kann etwas sein, das dir etwas bedeutet. Ich weiß nicht, ob du jemals eine solche Prüfung gehabt hast. Wenn nicht, dann frage ich mich, warum. Bei dem Abraham brachte er auch so eine Prüfung. Er hat ihm gesagt, ja, bring deinen Sohn, dein einziger Sohn. Hat muss es sogar betonen, Dankeschön, Herr, als ob ich es nicht schon wüsste. Oder 25 Jahre gewartet, bis er Isaac endlich kriegt, oder? Puh, lange, lange gehabt, oder? Preis dem Herrn, ist ein junger Mann, er freut sich schon drauf. Und der Herr sagt zu ihm, also bring deinen Sohn, dein einziger, dein Nachfolger. Ich weiß schon, was ich sage. Abraham musste dann nicht noch sagen, aber Herr, weißt du dann nicht, dass das mein einziger ist? Siehst du? Jesus first. Sag mal Jesus first. Was heißt Jesus first in unserem Leben? Nun, Jesus will ja schon, dass wir wissen, ihm zu dienen. Heißt nicht, Gott ist nicht gekommen, um uns etwas wegzunehmen. Das ist die Lüge des Teufels seit dem Garten Eden. Wo denn Adam und Eva sagt, ja, Gott will nicht, dass ihr von diesem Baum esst, weil er weiß, in dem Moment, wo ihr es tut, werdet ihr klug sein wie er und ihr werdet dann größer sein, als was er euch eigentlich geben möchte. Und so sind die Grube hineingefallen, die Sünde gefallen, weil er sie überzeugt hat, dass Gott will nicht ihr Bestes. Aber Gott will unser Bestes. Und als Jesus das sagte von dem reichen Jüngling hier in Matthäus Kapitel 19, kommt Petrus dann hervor und sagt Folgendes. Petrus sprach zu ihm und sagte, siehe, wir haben ja alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns nun werden? Andere Übersetzung sagt, was habe ich davon? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hätte in dem Moment vielleicht gesagt, ja, du selbstsüchtiger Jünger, geh wieder in die erste Klasse, bitteschön. Was habe ich davon? Wir haben alles verlassen. Was haben wir davon? Eine klare Frage gestellt, ne? Was bringt es uns? Was ist dabei? Und Jesus rügt ihn nicht dafür, dass er wissen sollte, Gott zu dienen heißt immer, dass es dir wohlgehen wird und nicht nur dir, sondern deine Welt um dich herum wird es wohlgehen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, so werden alle anderen Dinge dir zuteil werden. Aber das Jesus first muss zuerst kommen. Wir haben ja viel gehört über America first in der letzten Woche, oder? America first. Und dann kam die Frage auch von der Tagesschau-Reporter, oder, der gefragt hat, ja, America first und Swiss first too? Ja? Hat er gesagt, ja, sind beide gut dran. Wie auch immer. Aber es geht nicht um America first oder Schweiz first, sondern es geht um Jesus first. Sag mal Jesus first. Ein bisschen Englisch können wir ja machen, oder? Und was sagt Jesus zu ihm? Er sagt zu ihm, Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwester oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, wird 100-fach empfangen und ewiges Leben erben. Halleluja, hat gesagt, hey, Gott nachzufolgen, Gott an erste Stelle zu setzen. Wenn du ihm vertraust, wenn du ihm vor allem anderen hinsetzt, wird es dir wohlgehen über alles andere. Schau mal Beispiel von Abraham an. Er war bereit, seinen Sohn zu geben, hat Gott gesagt, okay, du hast die Prüfung bestanden. Gott wird uns prüfen. Gott wird uns prüfen in unseren Herzen. Aber wenn wir die Prüfung nicht bestehen, dann wird es immer wieder mal kommen. Immer wieder mal kommen. Weil wenn wir nicht weiter wachsen als dort, wo wir sind, wir kommen nicht weiter. Und sowas war es. Also Petrus war ja da, der war dabei, die Netze zu waschen. Und Jesus kommt und steigt in eines der Boote schon. Sagt, du Petrus, Simon, komm, fahr mich ein bisschen raus.
Und Petrus wurde müde von der ganzen Nacht, müde von nicht fangen, enttäuscht, zermürbt, oder? Könnt ihr euch vorstellen, jetzt muss er nach Hause gehen, oder die Schwiegermama zu Hause, ja, die er nichts bringen kann. Die sagt wieder, was willst du für deinen Schwiegersohn? Bringt's nichts nach Hause heute. Ja. Ja, was er wieder hören wird. Ja. Und Jesus steigt in den Mund und sagt, Petrus, du fahr mir schnell raus. Er hat nicht gesagt, Jesus, bitte warte ein bisschen. Also komm später, ich kann schlafen, ich komme wieder. Jetzt störst du. Tu mich nicht stören im Moment. Ich bin beschäftigt, ich bin noch nicht fertig mit dem Waschen. Sagt Jesus, okay. Er tat einfach. Schlicht und einfach. Er sagt ja nicht, keine Widerrede, irgendwas. Er lässt einfach alles liegen. Sind wir bereit, uns stören zu lassen in unserem Alltag? Das ist, was auch heißt, Jesus first. Ja, ich habe meinen Plan gemacht. Nun, wir sind alle am Anfang vom Jahr, man muss seine Ferien, vielleicht, wahrscheinlich hat man seine Ferien schon eingeben müssen und was weiß ich alles und dann alles macht, oder? Und man sich einfach überlegt, auf was habe ich Lust, was will ich tun, was will ich machen? Haben wir uns gefragt, Jesus first? Weißt du, was ich meine? Fragen wir in unseren alltäglichen Entscheidungen, Jesus, was willst du? Was sind deine Pläne? Was sind deine Absichten mit meinem Leben während diesem Jahr? Der Herr will uns eine frische, neue Vision geben für deine Arbeit, für deine Familie, für deine Nachbarschaft, für deine Gemeinde, für deinen Dienst, für egal was es ist. Wo auch immer du bist, vielleicht hast du schon die Wasser in Wein verwandelt gesehen mit dem Herrn. Halleluja, ist ja wunderbar, hat Petrus ja auch. Viele Zeichen und Wunder. Die Nikodemus sogar überzeugt hat, Jesus muss von Gott gekommen sein. Hat Petrus alles gesehen. Wunderbare Predigten gehört. Aber Jesus sagt, ich will dich noch einen Schritt weiterbringen. Noch einen Schritt weiter. Und Jesus prüft ihn, geht in sein Boot, prüft ihn. Ich meine, er weiß doch ganz genau, dass Petrus noch am Arbeiten ist. Kann Jesus nicht ein bisschen netter sein? Kann er nicht zuerst fragen, Petrus, hast Zeit, hast Kraft, hast Lust? Würdest du, meinst du, wann würdest dir passen? Kannst du mir einen Termin geben? Ich sollte nämlich noch mal ein bisschen rausfahren, ich sollte nämlich da noch ein bisschen reden. Wann würdest dir gehen? Das wäre doch nett, das wäre doch Anstand gewesen. Aber weißt du was, wenn wir erwarten, dass Gott Anstand haben sollte uns gegenüber, dann hast du den Falschen gesucht. Er ist Gott, deswegen heißt er ja Gott. Aber er tut das, weil er uns weiterbringen will. Und so hat er Petrus nicht gelockt damit, dass er sagte, ja, du wirst einen riesen Fischfang kriegen. Du wirst riesenreich werden, wenn du das jetzt tust. Nein, nein, nein. Er ist einmal ins Boot gestiegen und sagt, Petrus, kannst du mir rausfahren? Und Petrus tat's. Petrus ließ es stehen und ging hin. Ist nicht das, was Jesus auch immer wieder mal so ein bisschen anspricht, oder? Wo er zum Beispiel das Gleichnis brachte von dem Herrn, der ein riesiges Gastmahl gemacht hat und hat alle eingeladen. Und als sie dann kommen sollten, der eine sagt, ja weisst, ich habe jetzt gerade einen Acker gekauft und ich muss ihn da anschauen. Ich habe jetzt keine Zeit. Der andere sagt, ich habe gerade 5 Ochsen gekauft. Ich muss sie prüfen, ob sie wirklich gut sind. Ich habe jetzt keine Zeit. Ja weisst, ich habe gerade geheiratet. Das ist ja krass, oder? Ja, also... Die andere Sache, das sind ja noch Geschäfte, oder? Ich habe gerade geheiratet, Herr. Ich habe keine Zeit jetzt für dieses Festmahl. Und ich sage, wie ist das Gleichnis? Das Gleichnis ging ja dann so, dann war der Hausherr wütend. Er war zornig darüber. Alle haben einfach Entschuldigungen gesucht, warum sie nicht kommen könnten. Vielleicht waren es gute, vielleicht auch nicht, aber je nachdem. Und so sagte er seinen Diener, geht hinaus und ruft alle Leute, egal von den Hecken, von den Zäunen, wer auch immer, die sollen halt kommen. Wenn diejenigen nicht kommen, die ich eigentlich einladen wollte. Also wir sehen auch da wiederum einfach Gottes Herz dafür. Er will uns herausfordern, dass wir eine noch größere Vision kriegen für unseren Alltag. Petrus war Fischer seit jung auf. Das wird wahrscheinlich seine Zukunft noch sein. Einfach fischen gehen. Nebenbei, natürlich mit Jesus, ein Jünger des Herrn sein, wunderbar. Aber Jesus wollte mehr. Wollte mehr. Aus ihm einen Menschenfischer machen. Und so sagt Jesus zu ihm, fahr hinaus. Und was tut Petrus? Er fährt hinaus. Also wir sehen daran, wie er wirklich Jesus first macht. Was heißt Jesus first?
in unserem Alltag. Was heißt das für uns? Was heißt es wirklich, wenn wir Matthäus 6,33 nehmen, was heißt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alle anderen Dinge werden dir zuteil werden? Man muss sich Gedanken darüber machen. Oder inwiefern kann ich Jesus noch mehr an vorderste Stelle setzen in meinem Leben, als wie es schon ist? Ich sage nicht, dass er das nicht ist bei dir. Aber ich weiß nicht, wenn du bist wie ich. Ich denke, wenn ich vor dem Herrn gehe und mir ganz offen und ehrlich mir Fragen stelle, Herr, wo habe ich dich vielleicht nicht immer first gesetzt, an erste Stelle gesetzt? Wo habe ich dich vielleicht erst nachhinein gefragt, was Sache ist? Wo habe ich erst mein Terminkalender gemacht und dann dich gebeten, das zu segnen? Und der Herr ist da und der Herr ist wunderbar und der Herr Gnade. Aber Gott ist kein Talisman, den man hervorholt und sagt, ja, jetzt brauche ich einen Segen. Und dann setzt man ihn wieder in die Tasche. Und dann, wenn er wieder kommt. Ich weiß, wir alle wissen das. Und ich weiß, niemand will das eigentlich in dem Sinne. Niemand mit Absicht hier. Also so viel Vertrauen habe ich zu euch in eurem Herzen. Aber weißt du was? Ich weiß, dass du genauso Mensch bist, wie ich es bin. Und ich weiß genauso, was für Versuchungen das ich habe. Die hast du nämlich genauso. Und ich weiß, dass auch du einen Alltag hast, wie auch ich einen Alltag habe. Du meinst ja, Pastor, ja, was machst denn du? Du musst ja nur am Sonntagmorgen so eine Stunde lang predigen und reden und was machst du den Rest der Zeit der Woche? Ist ja ein schönes Leben. Ja, schön wär's. Schön wär's. Ich bin ja hier während der Woche. Ich meine, das Ganze da, oder? Da gibt's viel Büro. Ich wünsche, ich müsste nicht so viel Bürosachen machen, die ich eben auch hier machen muss. Gott sei Dank für all die, die auch mithelfen. Aber ich meine, wenn du es rein vom Natürlichen anschaust, das ist wie eine kleine Firma, die man hier führen muss. Nicht nur das. Wir verkaufen ja nicht etwas in dem Sinne von Produkten, wo wir auch Bücher und so weiter haben. Es geht darum, Menschen zu helfen, da zu sein für euch einzustehen, wenn Leute Probleme haben, organisieren, leiten und so weiter. Nur mit dem will ich nicht sagen, ich bin so beschäftigt, ich habe keine Zeit für dich, denn dafür sind wir da. An erster Stelle sind nämlich Menschen. Das ist das Wichtigste. Nicht der Computer und nicht sonst irgendwelche andere Dinge, sondern Menschen. Deswegen hat Jesus gesagt, Petrus, du kümmerst dich um Fische. Ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Zu einem Menschenfischer. Halleluja. Jesus first. Was heißt Jesus first? In unserem Alltag. Wo kann das ansetzen? Wo soll das ansetzen? In welchen Bereichen? Nun, ich denke, anstatt dass ich euch alles vorkäue, denn wir haben das ja letzte Woche, als wir waren in Libanon, wir waren ja jeden Abend waren wir beschäftigt mit der Leiter, mit der Discipleship School, also Jüngerschaftsschule und so, und dann am Wochenende mit Leiterschaft, und wir hatten nicht nur Lektüre gehabt von vorne, sondern wir haben auch ausgetauscht, Fragen gestellt. Was denkst du? Tauscht aus, was es heißt. Wir haben über, wo unsere Zeit hingeht, haben wir gesprochen. In der Leiterschaft, oder? Wir haben Zeit manchmal, unsere Zeit geht entweder für Dringendes und Wichtiges oder Dringendes und Nichtwichtiges oder Nichtwichtiges und Dringendes oder Nichtwichtiges und nicht dringend. Vier verschiedene Dinge. Wir müssen aufpassen, dass unsere Zeit nicht ständig geht, nur Nichtwichtiges und Nichtdringendes. Ja? Das ist, wenn du stundenlang nur am PC sitzt und nur Spielchen machst. Ja? Ist nicht wichtig und nicht dringend. Und dass wir nicht nur ständig mit Dringendem und Wichtigem beschäftigt sind. Weil das ist immer Feuerwehrübungen. Immer etwas, wo du sofort handeln musst. Du musst alles hinstellen und du musst sofort handeln. Das ist dringend und wichtig. Es geht nicht anders. Wenn du nur ständig in dem Bereich lebst, dann hast du irgendwann mal einen Burnout. Aber die Bereiche, die wichtig sind, aber nicht dringend, da muss man lernen, dass man seine Zeit dafür findet. Zum Beispiel, wenn du mit deinem Auto, ist es nicht unbedingt dringend, dass du einen Service machst, alle 6 Monate oder all Jahr oder wann auch immer, dass es anfällig ist. Du kannst es auch sein lassen. Ist nicht dringend. Aber es ist wichtig. Weil wenn du es nicht machst, irgendwann einmal steht dein Wagen auf der Straße und fährt nicht weiter und dann plötzlich ist es dringend.
Und dann musst du alles andere stehen lassen und dich darum kümmern. Stimmt's? Und genauso gibt es Bereiche in unserem eigenen Leben. Unser Gebetsleben, unsere Gebetszeit, unsere Andachtszeit. Unsere Zeit mit anderen Gläubigen zu sein, unsere Zeit im Bibelstudium, unsere Zeit, das Wort Gottes aufzunehmen. Das ist nicht unbedingt dringend. Ist es nicht dringend, dass du hier bist heute Morgen? Könnte es auch woanders sein. Es ist aber wichtig. Deswegen kann man mal fehlen, oder? Kein Problem. Aber das Problem ist, wenn du dann immer fehlst. Und immer fehlst, immer mehr fehlst, oder? Dann irgendwann einmal wachst du auf, hoffentlich früh genug, und merkst, hey, es ist dringend, ich muss mein geistlicher Tank wieder füllen. Oder auch in der Ehe oder mit Beziehungen. Wir alle wissen, Beziehungen brauchen Zeit, brauchen Hingabe, brauchen, es ist nicht immer dringend. Es wird dann dringend, wenn eine Frau oder ein Ehemann dich dann anschreit. Wann hast du wieder mal Zeit für mich? Hast du gemerkt, irgendwo habe ich da versäumt, das im richtigen Bereich ja, zu sehen. Es war nicht dringend, aber es war immer wichtig. Jesus first, was heißt das? Was heißt das in unserem Leben? Wie soll das aussehen? Welche Bereiche berührt das? Wie kann und wo soll das sich zeigen? Anstatt dass ich euch alles vorkäue, ich möchte euch 5 Minuten geben mit eurem Banknachbar, zu zweit, höchstens zu dritt, zu zweit am einfachsten, damit ihr nicht aufstehen müsst. Diskutiert mal ganz kurz. Sagt, was? Was macht ihr jetzt? Jetzt müssen all die aufpassen, die eingeschlafen sind. Weil jetzt kommt's raus, ja? Aber macht euch selber mal Gedanken, weil das haben wir gemacht eben in Libanon, oder? Wo wir ausgetauscht haben, die haben selber müssen auf ein paar Gedanken, Ideen kommen. Was heißt Jesus an erste Stelle setzen in unserem Alltagsleben? In welchen Bereichen? Besprecht es mal ganz kurz. Wie zeigt sich das? Ist das eine dumme Frage? Ist das eine unlösbare Frage? Also, 5 Minuten zu Hause, macht euch noch sitzen. Wenn ihr dazu guckt. Ich möchte, dass ihr euch austauscht darüber. Eure Gehirnzellen selber zum Denken anregen. Preis dem Herrn. Ja, Jesus an erste Stelle setzen, auch in diesen Sachen. Oder? Ich muss auch immer überlegen, oder? Sportaktivität für mich oder meine Familie ist natürlich Super Bowl, oder? Da bin ich immer am Schauen, oder? Oh, dass ich ein Jahr kann um den herum planen. Aber ich kann auch schon müssen sagen, nein, ist mir egal, weil wir müssen einfach etwas dort machen, oder? Also, ja. Das sind so Dinge, wo man einfach sagt, Jesus, dich an erster Stelle. Noch etwas ergänzend, ja. Früher hat es einmal so Armbändchen gehabt, wo es drauf gehört, WWJD. What would Jesus do? Und da hat mich immer sehr nützlich gedacht, die Frage stelle ich mir, was würde jetzt Jesus machen? Und den da auch machen. Amen, Amen. Das ist, Gott in die gleiche Richtung, oder? Wie Jesus first. Nehmt euch Zeit, überlegt euch, was heißt das für mein Leben? Oder wie kann ich und wo kann ich Jesus noch mehr, ich sage nicht, dass es nicht ist, aber noch mehr Jesus an erste Stelle setzen. Was heißt das? Das heißt herausfinden, was ist ihm wichtig. Jesus an erste Stelle setzen heißt, jemanden zu vergeben, der dir vielleicht was getan hat. Du sagst, ja, nein, ich habe recht. Die müssen zu mir kommen. Aber das heißt Jesus first. Das Jesus first heißt, Herr, dein Wort gehorche ich. Das, was dir wichtig ist, wird mir wichtig. Denk darüber nach, weil je mehr wir bereit sind, das brauche ich ja nicht mehr, je mehr wir bereit sind, Jesus first zu setzen, das weiß er wann und wie. Wie gesagt, Gott ist kein Talisman. Er ist da mit uns unterwegs in einer persönlichen Beziehung. Der Heilige Geist, der uns führt, uns leitet, der zu uns redet. Er will uns umarmen, er will mit uns unterwegs sein, er will zu dir sprechen, er will in deiner privaten Andachtzeit dich umarmen und dass du einfach merkst, wie er da ist, wie er redet mit dir. Aber wir müssen verstehen, dass Gott nicht einfach sich behandeln lässt, ja. Er steigt nicht im Bett mit jemand sonst. Verstehst du?
entweder Jesus first, oder? Er hat keine Konkubine, ja? Nebenbei mit dir oder sonst irgendwas. Das gibt's nicht. Und so, dass wir uns ausstrecken immer mehr, Herr. Und der Herr führt uns darin. Also, um es langsam hier abzuschließen, Jesus stellt sich einfach in Petrus sein Boot und sagt, Petrus, fahr mich hinaus. Und Petrus macht's einfach. Jesus hat ihm nicht geboten, du musst, mach endlich, sondern Petrus hat's gemacht, weil Jesus ihm wichtiger war. Ich denke an Maria und Martha, die kennt ja auch die Geschichte, oder? Wo Jesus kam in das Haus und hat angefangen zu lehren. Und die Martha, die war in der Küche und Maria setzte sich zu den Füßen Jesu und hörte zu. Und die Martha ärgerte sich darüber. Maria, sie sollte mir doch helfen, Jesus, sag ihr doch. Und Jesus sagte, nein, du hast nicht erkannt, was wichtig ist. Ja, es ist doch wichtig, dass wir alles organisieren, dass wir das Essen auf dem Tisch haben, dies und das und jenes. Nein. Manchmal brauchen wir Hilfe zu erkennen, was ist wichtig. Was ist wichtig im Leben? Was wir nicht für wichtig erachten in unserem Leben, dann werden wir sehen, das wird auch nicht wichtig im Leben unserer Kinder sein. Wir können sagen, Gottesdienst ist wichtig, Gemeinde zu haben ist wichtig. Aber wenn man als Elternteil es nicht als wichtig erachtet, den Gottesdienst regelmäßig zu gehen, und sagen, ja, na, heute machen wir einen Freien und nächste Woche schauen wir mal, was das Wetter ist. Deine Kinder werden kein Interesse haben. Die werden das nicht als nicht wichtig sehen. Sie sagen, ja, Gemeinde ist wichtig, weil Jesus gesagt hat, ich will meine Gemeinde bauen, man soll die Versammlung der Gemeinde nicht verlassen, bla bla und so weiter und so fort. Ich weiß, es ist wichtig, aber ja, ich habe das vorhin ein neues Boot gekauft und ich habe jetzt einen neuen Hund, den muss ich jetzt versorgen. Und haben alles schon gehört. Mir stehen die Haare zu Berge. Wir haben ja auch 3 Kinder gehabt, ne? Und haben immer noch, ja, aber die sind leider nicht mehr zu Hause. Sind nicht mehr zu Hause bei uns. Nein, ich sage einfach, das sind Dinge, je mehr das der Feind da einen Eingang erhält und dass wir die Dinge, so wie die Welt, es wird immer schwammiger und spielt keine Rolle mehr und so weiter, umso schwammiger wird auch unser Glauben, unsere Beziehung zu Gott, weil er ist heilig. Er ist heilig und ihm ist wichtig, wie man mit ihm auch umgeht. Er ist nicht einfach ein liebevoller Lehmknudel da, der einfach sich formen lässt, wie wir ihn gerade brauchen. Amen. Jesus first. Jesus war dabei, Petrus noch mehr herauszufordern. Petrus nahm die Herausforderung an. Und als Jesus dann am Strand war, sagte Petrus, also fahr hinaus und wirf deine Netze aus. Und Petrus sagte, ja, aber Herr, sagte, okay, auf dein Wort. Er tat's und ein großes Wunder geschah. Haben mehr Fische gefangen als je zuvor. Und das zeigte ihm die Größe Jesus, dass er größer ist, als was du schuften kannst, 7 Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr. Jesus kann das in einem Moment verändern, wenn wir lernen, auf ihn zu hören. Und er will uns führen und leiten in dem. Halleluja. Halleluja. Sag mal, Jesus first. Ja, es war ja diese Woche so immer so ein Thema, ja. Greife oder fange die Vision, eine neue Vision, eine frische Vision. Sag, Herr, ich will, dass 2018 das beste Jahr wird, jemals in meinem ganzen Leben. Die meisten Erfahrungen und Erlebnisse mit dir als je zuvor. Ich will ein Tagebuch füllen können mit Stories von Situationen, wie ich am richtigen Ort, zur richtigen Zeit war, mit den richtigen Leuten. Herr, dass ich zu jeder Zeit bereit bin, dass wenn du jemand brauchst, dass ich sage, Herr, du störst nie. Das ist nicht immer einfach. Ich bin auch immer wieder herausgefordert, wir alle haben zu tun. Sagen, Herr, bitte komm ein anderes Mal, ich mag jetzt nicht, will jetzt nicht. Der Herr weiß, auf wen er anrufen kann. Zu sagen, Herr, ich will da sein. Egal was, weil ich weiß, du wirst alles andere, wirst du mit einem ganz großen, gewaltigen Fischfang
nachführen. Wenn du Zeit für Jesus machst, wie Petrus es getan hat, dann wird Gott die Zeit vervielfältigen. Wenn du Gott bereit bist, dein Herz, dein Leben, deine Kraft, deine Energie zu geben, voll und ganz, mit voller Hingabe, siehst du, was Petrus gekriegt hat? Nicht nur einen einfachen Fischfang, sondern übernatürlich, der so riesig war, dass die Netze am Zerreißen waren, so riesig groß war der Segen Gottes. Halleluja. Wir haben noch Januar, bald der erste Monat vorbei. Meine Güte, Zeit läuft schnell, aber die Zeit kann man auskaufen. Wir wollen Jesus first machen, auch heute Morgen, indem wir miteinander das Abendmahl feiern. Und mit dem sagen wir auch jedes Mal, wo wir das einmal im Monat machen. Das kannst du natürlich zu Hause machen, so oft wie du willst. Das ist nicht nur für den Priester oder den Pastor oder wer auch immer. Ja? Sondern dass es Jesus gesagt hat, so oft ihr wollt, ja, dass wir vor ihm kommen sollen und uns daran erinnern, dass er uns first gesetzt hat. Er hat uns als wichtig gesehen und gab sein Leben am Kreuz, hat gelitten, kam und lebte 33,5 Jahre, gab sein Leben für uns mit Blutstropfen und mit Blut überströmt, gab er sein Leib ans Kreuz und ist auferstanden am dritten Tag, nachdem er sein Blut vergossen hatte. Daran erinnern wir, dass er lebt. Er ist nicht gestorben und gestorben geblieben, sondern er ist auferstanden. Und je mehr wir uns mit Bewusstsein und mit Überlegung bitten, Herr, gib mir eine Offenbarungserkenntnis. Das war Paulus sein Gebet. Herr, lass sie die Erkenntnis, innere Erkenntnis, geistige Erkenntnis bekommen und Offenbarung von, was die Hoffnung deiner Berufung ist. Und das ist nicht einfach nur Plätzchen zu machen jede Woche. Nicht einfach nur Wände zu streichen jede Woche. Nicht einfach nur zu lehren jede Woche. Oder nicht einfach nur, was auch immer es ist, was du tust. Es ist nicht einfach nur das, wozu man berufen ist, sondern es ist in der Welt, in der du berufen bist, einen Unterschied auszumachen. Gott will durch dich, durch Hände, deine Händeauflegung Menschen heilen. Er will durch deine Gebete Menschen befreien von Ängsten und Bedrängnissen und all diese furchtbaren Dinge, die in der Welt sind, von dämonischer Macht befreien. Er will dich gebrauchen. Du sagst, ja, Herr, weiche von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Du kannst doch nichts mit mir anfangen. Jesus sagt, ich werde aus dir einen Menschenfischer machen. Dass wenn du im Himmel ankommst, es wird dir eine ganze Heerschar von Leuten werden begegnen und sagen, danke für was du getan hast, wie du dein Licht hast scheinen lassen, was du gemacht hast. Das ist, worauf es ankommt. Dass wir dazu beitragen, dass die Gemeinde Jesu Christi in diesen Tagen einen ganz gewaltigen, starken Ruf hat. Halleluja. Und im Gebet sind auch. Gebet sind auch, wie wir es gehört haben, für Syrien und was da alles auch abgeht, immer noch. Preis dem Herrn, lass uns aufstehen miteinander. Glory to God. Oh, Jesus, 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 we love you. Jesus, Herr, offenbare dich uns, gib uns einen Geist der Offenbarung in der Kenntnis deiner selbst, Herr. So erkennen wir real, dass du bist. Mit uns in unserem Alltag unterwegs zu sein, Herr. Wie du zu uns allen sprichst und redest in unseren Herzen. Und wir wahrnehmen, Herr, dass wir nicht alleine auf dieser Welt umhergehen, Herr, sondern dass wir die Führung deines Geistes bei uns haben. Herr, mögest du auch erkennen, dass wir jederzeit, Herr, bereit sind, gestört zu werden von dir. Und wir wissen, das ist eine einfache Aussage. Aber wenn, Herr, wir wollen, dass du weißt, du kannst jederzeit an unsere Tür klopfen. Und Herr, dass wir ein Herz haben für die Welten, die du uns hineingesetzt hast, Herr. Nicht nur am Sonntag oder wenn man auf der Evangelisationsteam auf der Straße ist, Herr, sondern in unserem Alltag drin, Herr. Hilf uns, ein Lächeln, Herr, zu fördern in der heutigen Zeit. Hilf uns, Hoffnung weiterzugeben, Herr, weil wir eine Hoffnung haben, die uns ankert, Herr, die uns niemals verlässt noch versäumt, Herr. Danke, Herr, für
es wissen, dass du weißt, zu dienen in jedem einzelnen Leben hier, Herr, und in den Familien, die hier sind, Herr. 2018, Herr, ein Jahr, an dem wir dich an erste Stelle setzen. Du sagst, du wirst alles andere uns zuteil werden, Herr. Du wirst dafür sorgen, dass unsere Familienmitglieder zum Glauben kommen. Dass, Herr, dass wir im Überfluss wandeln können. Du wirst dafür sorgen, Herr, dass wir keinen Mangel haben, Herr, sondern mehr als genug, Herr. Wenn wir dir unsere Zeit geben, wir geben dir unser Boot, Herr. Wir fahren hinaus für dich, Herr, was auch immer notwendig ist, Herr. Und du sorgst für den Fischfang, Herr, der nötig ist. Hallelujah, Jesus. Thank you. Thank you, Father. Thank you, Father.